Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wir ändern hier heute das Grundgesetz. Keine Sorge, Frau Präsidentin, es ist das Grundgesetz der sozialen Marktwirtschaft. So hat Ludwig Erhard das Gesetz damals genannt. Ich halte diesen Namen für richtig. Es zeigt die Bedeutung dieses Gesetzes für unsere Wirtschaft. Einmal in jeder Legislaturperiode überprüfen wir grundlegend den Rahmen wettbewerblichen Handelns, den Rahmen für unsere Wirtschaft. Durch jede Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen richten wir den Kompass des Wettbewerbs in Deutschland neu aus. Das ist notwendig, weil sich Wettbewerbsbedingungen von Zeit zu Zeit ändern. In manchen Branchen müssen Unternehmen härter am Wind segeln. In anderen Branchen und Wettbewerbsbereichen mag es richtig sein, etwas Wind aus den Segeln zu lassen. Von der Veröffentlichung des Referentenentwurfs dieses Gesetzes bis heute hat es 8 Monate gedauert, bis wir es heute in letzter Lesung mit Änderungen verabschieden können. Damit sind wir im Vergleich zum schon erwähnten Ministererlaubnisverfahren im Fall Edeka Kaisers-Tengelmann geradezu schnell. In diesem Verfahren hat der damalige Minister Sigmar Gabriel immerhin 11 Monate gebraucht, um zu einer Entscheidung zu kommen. Es ist auch eine schwierige Entscheidung. Mit dem Vergleich möchte ich gleich am Anfang eine der wichtigsten Änderungen hervorheben, die wir an diesem Gesetzentwurf noch gemeinsam vorheben wollen. Es ist die Änderung im Ministererlaubnisverfahren. Durch die Änderung stärken wir dieses Verfahren. Das ist auch wichtig. In den 11 langen Monaten, die das Verfahren Edeka Kaisers-Tengelmann gedauert hat, war es für die Beschäftigten und die Unternehmen unsicher, was mit ihnen geschieht. Hinzu kam, dass das Verfahren jedenfalls nach Auffassung eines Gerichtes nicht so transparent geführt worden war, wie es eigentlich von einer Behörde zu erwarten ist. Es ist gut, dass sich die beteiligten Unternehmen in diesem Verfahren am Ende dann geeinigt haben. Das bedeutet, die Beteiligten sind von Edeka mit Zahlungen und Leistungen klaglos gestellt worden. Klagen gegen die Ministererlaubnis sind daraufhin zurückgezogen worden. Es brauchte fast 18 Monate, bis diese Unsicherheit beseitigt war und die Beschäftigten und auch die Unternehmer aufatmen konnten. Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ob sich die Arbeitsplatzsituation über alle Unternehmensteile von Edeka Kaisers-Tengelmann ohne Verlust entwickelt. Der Prozess ist noch im Gang und wir werden uns als Parlament darüber weiter berichten lassen. Als Gesetzgeber ist es unsere Pflicht zu fragen, was können wir in Zukunft im Verfahren besser machen? Was muss das Parlament zur Sicherung eines rechtsstaatlichen Verfahrens und einer wirtschaftlichen Ausnahmeentscheidung jetzt unternehmen? Denn die Exekutive ist an Recht und Gesetz gebunden und es darf nicht einmal der Eindruck erweckt werden, meine Damen und Herren, dass irgendwelche Spielregeln in diesem Verfahren unklar sind. Für uns als CDU-CSU-Fraktion war die Antwort klar. Wir müssen das Verfahren stärken, damit neben der kartellrechtlichen Entscheidung des Bundeskartellamtes eine mehr politisch gewichtete Entscheidung der Ministerin oder des Ministers zugunsten gesamtwirtschaftlicher Vorteile oder einem überragenden Interesse der Allgemeinheit in einer Ausnahmesituation ihr Gewicht behalten kann. Arbeitsplätze können, um das klar zu sagen, ein überragendes Interesse der Allgemeinheit rechtfertigen. Bei dem Erhalt von kollektiven Arbeitnehmerrechten sah das Oberlandesgericht Düsseldorf verfassungsrechtliche Probleme. Zum Verfahren haben wir verschiedene Vorschläge gemacht und ich freue mich, dass wir uns mit den Kolleginnen und Kollegen der SPD auf einen Großteil unserer Vorschläge einigen konnten. Durch die Änderung straffen wir das Verfahren und wir machen es transparenter. Die wichtigste Änderung ist, dass künftig eine Höchstfrist für das Verfahren gelten wird. Beim nächsten Mal, meine Damen und Herren, läuft im Wirtschaftsministerium die Uhr mit. Wenn nach 6 Monaten keine Entscheidung vorliegt, gilt der Antrag auf die Erlaubnis als abgelehnt. Die Frist kann auf Antrag der Unternehmen nur einmal
um bis zu 2 Monate verlängert werden. Nach 8 Monaten ist dann aber Schluss. Das strafft das Verfahren zeitlich und gibt den Beschäftigten und den Unternehmen, aber auch dem Markt Rechtssicherheit. Wir hätten uns als Union noch eine kürzere Frist vorstellen können, aber das ist eben ein Kompromiss. Bisher, so sah es das geltende Recht vor, sollte das Verfahren bereits nach 4 Monaten beendet sein. Eine Sollvorschrift, die nicht gezogen hat. Diese Vorgabe besteht natürlich weiter. Unternehmen sind Kaufleute und sie sind auf schnelle Entscheidungen im Geschäftsverkehr angewiesen. Wenn die Ministerien in diesem Zeitraum nicht entscheiden, wenn das Ministerium in diesem Zeitraum nicht entscheidet, muss zukünftig der Deutsche Bundestag, also wir, schriftlich über die Gründe unterrichtet werden. Das wahrt unser Informationsrecht als Parlament. Weiterhin machen wir das Ministererlaubnisverfahren transparenter. Das Ministerium muss sich zukünftig binden und Leitlinien erlassen, in denen der Ablauf eines Ministererlaubnisverfahrens genau dargestellt wird. Die Leitlinien sollen insbesondere die Fristenregelungen, Dokumentationspflichten und die Verfahrensrechte der Beteiligten regeln. Schließlich stärken wir die Rolle der Monopolkommission und verpflichten das Ministerium, sich bei einer abweichenden Entscheidung dezidiert mit der Monopolkommission auseinanderzusetzen. Ich erinnere nur daran, dass der Vorsitzende der Monopolkommission im Zuge dieses Ministererlaubnisverfahrens von seinem Amt zurückgetreten war. Ein von den Grünen und Linken gefordertes Vetorecht oder sogar eine Parlamentserlaubnis haben wir nicht aufgenommen. Die Ministererlaubnis ist eine klassische Aufgabe der Exekutive. Unsere Aufgabe als Parlament ist es, die Regierung zu kontrollieren. Die Bindung an Recht und Gesetz, gegebenenfalls durch weitere Gesetzgebung, so wie wir das hier heute tun, sicherzustellen. Das ist die Auswirkung der Gewaltenteilung. Das ist unser Auftrag nach Artikel 20 Absatz 3 des Grundgesetzes. Wir setzen die Grundlagen, damit Entscheidungen nicht beliebig werden, zeitlich und inhaltlich. Ich denke, dass das Ministerium und die Unternehmen mit unseren Änderungen in diesem Verfahren für die nächste Ministererlaubnis gut gerüstet sind, wer immer dann auch Wirtschaftsminister sein wird. Ich freue mich, dass wir neben den Änderungen zum Ministererlaubnisverfahren auch den Koalitionsvertrag im Punkt Verbraucherschutz und Bundeskartellamt umsetzen konnten. Wir hatten eine Prüfpflicht für Behörden im Verbraucherschutz vereinbart. Das gilt also auch, meine Damen und Herren, für eine Bundesoberbehörde wie das Bundeskartellamt. Verbraucherschutz ist für uns als CDU-CSU-Fraktion ein wichtiges Thema. Daher haben wir uns mit unserem Koalitionspartner darauf geeinigt, dass das Bundeskartellamt in Zukunft auch Verstöße gegen Verbraucherrechte prüfen kann. Das Amt kann sogenannte Sektoruntersuchungen in Branchen durchführen, in denen der Verdacht besteht, dass schwerwiegende Verstöße gegen Verbraucherrechte vorkommen. Außerdem können Mitarbeiter des Bundeskartellamtes an Gerichtsverfahren zukünftig teilnehmen, die erhebliche Verstöße von Verbraucherrechten betreffen. Sie können Hinweise auf Beweismittel geben und ihre Erkenntnisse und ihr Know-how in das Gerichtsverfahren einbringen. Informieren, prüfen und berichten. Das, meine Damen und Herren, ist der erste Schritt einer Behörde, die wir auf ein neues Aufgabenfeld vorbereiten. Den Vorschlag der SPD, das Bundeskartellamt zu einer allgemeinen Verbraucherschutzbehörde auszubauen, haben wir intensiv anhand der Anhörung und in weiteren Gesprächen geprüft. Jedoch konnten wir zum jetzigen Zeitpunkt eine solche Entscheidung nicht mittragen. Es fehlt an klaren Aufgabenbeschreibungen, an eindeutigen Abgrenzungen bei Eingriffsmaßnahmen, genauso wie an der Beachtung der Befugnisse anderer Behörden. Eine allgemeine Verbraucherschutzbehörde ist, meine Damen und Herren, ein Systemwechsel. Bisher werden Verstöße gegen allgemeine Verbraucherrechte privatrechtlich durch Abmahnung und Klagen verfolgt. Die Kolleginnen und Kollegen der SPD wollten hier einen Systemwechsel vornehmen, an einem Zeitpunkt in einem Gesetzgebungsvorhaben angedockt, das eher so mal eben angeflanscht erschien. Das geht unseres Erachtens nicht mal eben, sondern dazu brauchen wir weitere Vorbereitungen, eine Abstimmung mit anderen Bundesbehörden und vor allen Dingen, ganz wichtig, eine Etatisierung im Bundeshaushalt.
Inhaltlich sehen wir derzeit bei der Durchsetzung von Verbraucherrechten vorwiegend Defizite im Bereich der digitalen Wirtschaft. Eine Abgrenzung der digitalen von der analogen Welt ist aber ausgesprochen schwierig, meine Damen und Herren. Außerdem ist nicht klar, warum wir eine weitere Behörde brauchen, die Verbraucherrecht durchsetzt. Die Bundesnetzagentur, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, die Datenschutzaufsichtsbehörden und die Landesanstalten der Bundesländer im Medienbereich verfolgen bereits Verstöße gegen Verbraucherrechte in ihrem jeweiligen Bereich. Und beim oft genannten Beispiel, dem schwierigen Vorgehen gegen sogenannte Fake-Shops im Internet, frage ich, warum greifen nicht dort schon die Staatsanwaltschaften härter durch? Hier geht es, meine Damen und Herren, um die Verfolgung von Betrugsdelikten. Anfangsverdacht, Ermittlungsverfahren einleiten, das wären die richtigen Schritte, mit denen man hier den Verbraucherrechten zum Durchbruch verhilft. Das müssen wir dem Bundeskartellamt nicht an die Hand geben. Meine Damen und Herren, mit Blick auf die Zeit kann ich leider zu allen anderen Themen nichts mehr vortragen. Ich glaube, dass wir mit den Änderungen eine kompakte Novelle, eine neunte Novelle vorlegen. Eins ist sicher, nach der neunten Novelle folgt die zehnte Novelle. Richtig. Ich bedanke mich für Ihre Mitwirkung und bitte um Zustimmung zu den Änderungsanträgen. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt hat der Kollege Dieter Janicek, Bündnis 90 Die Grünen, das Wort.